Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mutant Year Zero, wo wir in der letzten Folge eigentlich dieses Gebiet herrunden wollten. Dann von Prip angerufen worden, hey, da hinten treibt sich wer rum, macht den mal kalt. Haben wir dann auch getan, waren vor allem viele Roboter, aber auch ja, Madame, ne, Oma Grau, genau so hieß sie. Und eine Langhexe. Look like real ghouls. Look real scared too. Probably running from the killer plants. The vines feed on our brothers. They make fake brothers that want to kill us. Kill all the plants. There's one. And there's one. I don't know what plants are plants and what plants are evil. Ja. Ja gut, die Pyros haben natürlich jetzt einen Heidenspaß an mit ihrer Arbeit. Hier ist auf jeden Fall viel los, das gefällt mir nicht. Es wird schwer hier vernünftig Leute rauszupicken. Aber schwer ist nicht unmöglich. Hier haben wir den Schlechter. Das Problem ist, der Schlechter würde, glaube ich, gerade den, ja, würde den Panzer aktivieren. Da laufen Bots rum und ein Schlechter. When these pod monsters come, we gotta be ready. Quit spreading your fear around. We're not some scared little stalkers. We are ghouls. So act like ghouls. We got burners on patrol looking for evil plants. These plants took half our brothers and changed them into ghoul killers. We have to get our revenge. What are we gonna do? What if I'm a pod ghoul? You think I'm a pod ghoul? I don't think I'm a pod ghoul. Shut your mask hole, Skizzix! If anybody here gets weird, they get burned! Okay, you're the boss lady, boss lady. Oh Mann, die haben echten Schaden. So, dieser Schlechter hat sich gerade zum Tode verurteilt. Ich hoffe, Bummen hat ihn jetzt nicht wieder zu weit zurückgetrieben. So, wir haben aber noch eine Chance. Hätten wir, wenn Großkan. Wir hätten eine gehabt, wenn Großkan eine EMP-Granate gehabt hätte. Was hat Großkan nicht? Richtig, eine EMP-Granate. Generell sollte ich gerade auch Granaten noch wieder aufstocken. Ich sollte aufhören, mit Bäumen die ganze Zeit zu schießen. Jedes Mal die gleiche Scheiße mit dem. Unglaublich. Na gut, wir wissen aber, wo wir was finden können. Da hinten war in der Ecke eine Waffe. Generell, wir finden so viele Waffenteile. Ich glaube nicht, dass da noch viel ist, was wir peppen können. Those ghouls look like real ghouls. Look real scared too. Probably running from the killer plants. The vines feed on our brothers. They make fake brothers that want to kill us. Kill all the plants! There's one! And there's one! I don't know what plants are plants and what plants are evil! Ja, der Schlechter hat auf jeden Fall seine Problemchen. So, hier oben war nichts. Ich weiß, ich habe jetzt gerade eben schon eine Portion Schrott eingesammelt, die wir eben übersehen hatten. Da liegt was. Notiz. Freunde werden zu Feinden. Diese verdammten Bürokraten treffen wichtige Entscheidungen und wir haben nichts zu melden.
Meine alte Freundin Marylone arbeitete für den Sicherheitsrat von Elysium, ist über Nacht meine Feindin geworden, weil das irgendwelche Schwachköpfe hinter verschlossenen Türen so beschlossen haben. Ich habe die Schnauze voll von diesen Idioten. Vielleicht sollte ich mich Noatun anschließen und dieser Scheiße ein Ende machen. Lania. Ist nichts in diesem Gebäude hier. Starkes Stückchen. So, da kommt der Schlechter wieder. Und schickt them into Ulklos. Keine Ahnung. So. Peng. Peng. Ich habe schon wieder die Granaten vergessen. Aber Omen müsste eine Multigranate haben. Das ist nicht viel Schaden. Das gefällt mir nicht. So. Hier schnell ausschalten. Ich hatte noch ein HP. So, du bist tot. Und groß kann nachladen. Sehr schön, hat den EMP auch verlängert. Genau wie gehofft. Jetzt nur hoffen, dass die da oben den Kill nicht hören. Sieht gut aus? Perfekt. Wunderschön. Boss Shaman. Und ein Jäger. Eine Sekte. Okay. Kein einfacher Ghouljäger, sondern sogar ein Sektenjäger. Muss ich sagen, überrascht mich doch ein bisschen. So, da hinten. Nein, steht auch noch was. Steht da denn? Es könnte ein Pyro sein. Ja. Insektenpyro. Jetzt mal schnappen wir uns den Schrott. Großkahn kriegt den ersten Schuss. Ein Bomben krittet. Perfekt. Dann braucht man auf keinen Fall die Braucht
brauchen wir auf keinen Fall irgendwie Ruckzuck oder so einsetzen. Er hat nichts fallen gelassen für uns. Was eine Frechheit. Gerne hier auf diese Barrikade drauf. Schön. Können wir nämlich von da aus dem Ghoul da hinten eben auflauern. Was am sichersten ist für uns. Nicht, dass wir ihn nicht tot kriegen würden oder so, aber... mal für Großkan genug Punkte. Nein, es wird immer noch einer. Verdammte Axt! So. Wir hatten... Die schieben da oben gut Panik, ey. Halleluja. So, Schlechter, Panzer und Pyro. Und da hinten war noch ein Jäger. Ich komme aber gerade an nichts von denen ran, ohne hier irgendwie Party zu steigen zu lassen. So, komme ich vielleicht irgendwie gegen alle Vermutungen? Nee, an euch komme ich auch nicht ran. Das heißt, die Schamanin wird als erstes drauf gehen. I'm going alone. Hoffnung. Selma wird von hier hinten drauf schießen. Sollte von hinten hier hinten drauf schießen können, theoretisch. Wenn mir natürlich lieber wäre, dass sie einfach über die, also auf die Plattform über den springt. Ich werde jetzt mal eben speichern, weil ich nicht will, dass Selma durch den Boden fällt. Das würde mich nicht zwangsläufig wundern, wenn das passiert. Okay, diesmal scheinbar nicht. Sehr gut. Oh, ja, der Feind hat mich gehört. Das ist mir durchaus bewusst. Stört mich aber gerade nicht, der Feind mich gehört hat. So, da unten liegt, glaube ich, eine Chemiefackel. Es ist halt echt fies, wenn der Gegner brennt, dass der als im Licht zählt und ich habe die falsche Waffe ausgewählt, ich Idiot. Ich wundere mich noch, warum der nicht drauf gehen würde. So, der
Boss-Schamane stirbt jetzt eh am Rand, also muss ich mich da nicht drum kümmern. Hold it. Ich hätte theoretisch auch mit Großkahn den Revolver halt wieder reinnehmen können und dann das ein bisschen anders gestalten können. Aber egal. So, Großkahn. Egal. Damit ist der Typ auch schon mal tot. Bomben. Einfach weil. Guten Appetit, ne? Fähigkeit ist halt einfach broken. Vor allem die verbesserte Fähigkeit ist richtig broken. Ja, dann stellst du dich jetzt entsprechend dahin. Gib mal bitte die Waffe. Und guckst mal, vielleicht schaffst du es ja, dem Typen die Deckung zu zerlegen. Nein, du schaffst es, deine Deckung zu zerlegen. Gekonnt, Bormann. Sehr gekonnt. Ich liebe es, wenn Gegner verbrennen. Wenn dir da mal was kann. Was ist denn als Sprint? So, haben wir da auch mal Ruhe. Du schießt einfach weiter auf die Pyro, Panzer, Entschuldigung. So, Großkahn. Kriegt zu dem Panzer keine Feuerlinie rein. Zu dem Pyro, meine Güte, bis heute wieder. Verdammt. So, ich hab dich auch. Und jetzt? Bummen kann ruhig tanken. Noch müssen wir zwei Leute ausschalten, demnach kein Problem. Großbomben. Na, 50-50 Chance, ne? Schade. Wird ihn natürlich jetzt nicht töten, ne? Wenn er nicht keine Munition habe. Okay. Wieder zurück. Vielleicht kriegt er ihn jetzt einfach tot. Perfekt. So, kommen.
Nee, nicht heilen hier. Gönn dir mal einen Panzer. Glaube ich, genau, hat es keine Trefferchance, aber das heißt ja nicht, dass wir ihn nicht überwachen können, ne? Genau so. Hä? Die sind nicht. Statuseffekte werden übersprungen. Und meine Statuseffekte. Hätte ich jetzt gedacht, dass das entsprechend auch den Schaden meint. Dahin. Ich hatte nämlich vermutet, dass der noch auf ihn schießen kann. Overwatch. 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 Und der Typ ist tot. Sehr schön. Das gefällt mir nicht. Die sind alle ausgeschaltet jetzt hier. Nur Boss-Schamen. Gut, da können wir noch was looten, aber generell hier unten waren ja noch zwei, drei Sachen, die wir haben wollen. Jetzt hat nämlich eine Notiz. Volts Gerücht Nummer 3. Mehr top aktuelle Nachrichten aus der Zone. Erstens, Prep, Delta und Iridia stehen in Zusammenhang mit dem Bermuda-Dreieck. Was auch immer das ist. Jedenfalls stehen sie mittendrin und Delta und Iridia werfen sich einige ziemlich böse Blicke zu. Liegt das daran, dass Prep die letzten Tage sehr viel Zeit damit verbracht hat, in Deltas Werkstatt seine Waffe zu polieren? Zweitens, der Älteste ist im Wald ein Metallmann mit der Haut eines normalen Menschen. Drittens, verlässliche Quellen berichten von einer Waffe im Haus der Knochen, die Dinge verbrennen kann. Okay. Im Haus der Knochen waren wir ja schon. Okay, das heißt, diese Gerüchte beziehen sich auf Waffen, die wir hier finden können. Mit dem DLC neu. Aber gut. Ich würde sagen, wir werden uns in der nächsten Folge hier nochmal kurz im Gebiet umsehen. Das Grünauge nehmen wir natürlich mit. Und dann, ja, gucken wir mal, ob wir noch irgendwas finden können und ansonsten machen wir uns weiter. Wir haben ja schließlich noch hier zwei Sackgassen, die wir aufsuchen können, ausgehend von der Eisstadt. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.